Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Tag Nummer 11. Wir haben nicht mal mehr so viele Finger, wie wir schon jetzt hier Bier und Frittieren machen. Ich weiß auf jeden Fall eins. Jetzt ist Schluss, denn mein T-Shirt ist jetzt Programm. Weil ich werde heute out-tappen. Weil der kranke Bastard wird euch heute verzaubern. Ich hab's euch gesagt, das mit der Gurke war keine gute Idee. Damit habe ich mich so herausgefordert gefühlt und hab gesagt, es ist Zeit für Rache. Ich würde euch einen kurzen Tipp geben. Nein, ich werde sie eben nicht alle einzeln in den Kopf stecken. Wäre wahrscheinlich schöner. Wäre unter Umständen schöner, aber ich habe euch Zahnstocher mitgebracht. Was machst du mit Zahnstochern, Kevin? Fixieren. Weil niemals frittieren, ohne zu fixieren. Ja. Viel wichtiger heute. Ja. Die Rache ist gekommen. Wie ein weißer Hai aus den Tiefen des Meeres werden wir heute in See stechen, ihr Londraden. Moin Moin aus Werners Rollmops Studio. Wir machen heute mal würzigen Rollmops in Marinade. Wulf, was macht das mit dir? Ich mag Fisch. Rollmops habe ich aber einmal in meinem Leben gegessen und danach nie wieder. Aus Gründen. Bis jetzt. Wie kann man so widerlich sein? Sind Gurken drin. Die Ergänzung zu Gurken-Revival, ja? Gurken-Revival zu gestern. Lass uns doch mal Platz nehmen. Wie soll das funktionieren, ohne dass wir wieder die Fritteuse neu kaufen müssen? Link unten in der Videobeschreibung für neue Fritteusen. Ihr werdet euch kümmern. In diesem Sinne, Assa, jetzt. Oh. Ah, ja. Besser als gestern. Einmal plopp. Boah, das... Nee, Alter. Schnupper doch mal. Alle, wie die Härchen hier aber auch schon abstehen. Heute würde ich zum ersten Mal sagen, wir sollten uns Handschuhe anziehen. Freiwillig würdest du Handschuhe anziehen. Wir sollten uns Handschuhe anziehen. Widerlich, warum? Damen und Herren, ich glaube, also ich traue mir zu, heute habe ich mich selbst übertroffen. Heute ist ein König. Heute ist ein Tag. Das ist echt schwer zu toppen an Widerlichkeit. Ich bin halt einfach mal am Königreich vorbeigelaufen und habe mir gedacht, wie können wir den Wurf heute mal so richtig nackig machen? Und dann nehmen wir doch einfach mal einen Fisch. Bin ich bereit dafür? Hallo. Meine Damen und Herren. Hilfe, ich bin ein Frittierer, holt mich hier raus. Und ich hole ihn jetzt auch mal raus, den guten. Und den guten Hering, schön mit Gürkchen und ein bisschen Karotte drin. Gott sei Dank, die Karotte wird's rausreißen. Die wird's rausreißen. Wir haben selbstverständlich schon Stäbchen drin. Für alle die, die das zu Recht natürlich vielleicht irgendwann nachmachen wollen, die Holzstäbchen vom Essen natürlich rausnehmen. Dass ich das mache, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Klicks rechtfertigt. Sagen wir, ist es quasi ein No-Brainer. No-Brainer auf Social Media zu teilen. Zwei kranke Bastarde frittieren Rollmops. Ich fürchte sogar, das Glas ist gleich leer. Da sind nämlich gar nicht so viele drin, als dass wir 45 Versionen davon machen können. Wir haben eigentlich gleich ein komplettes Glas Rollmops frittiert. Super. So, meine lieben Freunde. Backfisch-Time mit Bacon. Jetzt auch diesmal die schönen Seiten einrollen, damit der Wolf nicht wieder schimpft. Denn die Seiten wieder nicht eingewickelt. Es ist quasi wie eine Roulade, nur dass es anders ist. Aha. Sehr fischige Roulade. Oh, Mann, ey, mir ist nur beim Zubereiten schlecht. Ja gut, der Geschmack hinterher wird's raushauen. Ich weiß nicht, wen du kennst, der das letzte Mal sowas gemacht hat? Sowas frisst. Ich kenne überhaupt keinen, der Rollmops frisst. Reicht das nicht? Aus dem fucking Glas. Ihr macht euch kein Bild, aber es kann nur wundervoll werden. Ich glaube, wir haben das Highlight am 11. Tag dann auch erreicht. Kommen ja nur noch 13. Ist im Übrigen nicht vorbereitet. Also diese Rollmops-Geschichte ist tatsächlich spontan. Also wir haben das nicht durchgetaktet. Deswegen sage ich ja immer, man geht durch den Supermarkt und plötzlich passieren Dinge. Das Glas ist bis auf das Gewürzzeug, die Karotten und ein bisschen Gurke und ein Lorbeerblatt, erkenne ich, leer. Und wenn du Pech hast, habe ich gleich noch ein zweites Glas Rollmops im Kühlschrank, damit wir auch so nochmal naschen können. Melissa, hol mich herab. Du solltest dich mal waschen. Geh mal. Wir gehen in der Zeit erstmal zur Fritteuse und schauen mal, was hier so geht. Diese Babys, guckt sie euch an. Wundervoll. Ab ins Öl mit euch. Deckel drauf. Timer an. Wohlfühlen. Ladies and Gentlemen. Es riecht wie in der Frittenbude, nur mit Fisch. Schaut euch das mal an, ey. Da geht sowas von einiges.
Er ist schöner, jünger, geiler. Die Fritteuse ist aber auch hart am Arbeiten. Herrlich. Dieser Duft. Da geht das Herz auf. Ich bin hyped. Ich hab Bock. The fish is in the house. Das Ding ist, aussehen tut's halt hervorragend. Ne? Ich würde jetzt einfach mal gucken. Zufallstreffer ist ohne Speck. Boah, das sieht nicht gut aus. Die dicken waren schon drin. Ja, ja, das ist mir klar. Die anderen habe ich da reingeschoben. Du schiebst immer überall was rein. Ja. Ladies and Gentlemen, damit das Ganze hoffentlich irgendwie noch genüssig nebenbei runterzuspülen ist, habe ich selbstverständlich wieder was vorbereitet. Und ich habe einen kleinen dabei. Einen kleinen? Einen kleinen. Kinfarbräu oder? Passt. Zumindest farblich passt. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch den Maximilian. Der kleine Maxi. Der kleine Maxi ist nur 03er, ist einfach Maximilian Bayerisch Hell. Gibt es selbstverständlich auch in der 05er Version. Aber bei mir war gerade nur eine 03er zur Verfügung. Streng. Also streng, ne? Ist nicht so Larifari, ist streng. Nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Alkoholgehalt von 5,0. Geschützte geografische Angabe. Also keine halben Sachen hier. Gebraut für alle, die es hell, weich und süffig lieben. Ist das nicht schön? Ist unser goldgelbes Maximilian Bayerisch Hell ein vollmundiger, frischer Biergenuss, original aus Bayern. Original. Zutaten: Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Hat ein Kaloriengehalt von 43 Kalorien auf 100 Milliliter und kommt aus der Trinkguthandelsgesellschaft Rhein-Ruhr GmbH in Ross. Ja, klingt super. Ich freue mich tierisch, dass ich keinen Pilz mehr trinken muss, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend schauen wir mal, was der kleine Maximilian so kann, ne? Also ja, goldgelb wurde mir versprochen. Die Flasche kostet beim Listenpreis 65 Cent, macht also auf einen Liter wahrscheinlich auch 99 Cent. So, dann würde ich sagen, testen wir mal Maximilian. Also ich sage, wir kommen auf jeden Fall über 3 Punkte. Dann lehnt er sich wieder aus dem Fenster. Es sieht schön aus, Schaumkrone ist klasse, Farbe klasse, gibt es nicht viel zu meckern. Prost! Ja, ich stimme zu, ist weich. Sehr weich, das also im Sinne auch von die Kohlensäure ist nicht, sag ich mal so prickelnd auf der Zunge zum Beispiel. Das mit süffig, finde ich, haut auch eigentlich ganz gut hin. Ja, und dass es hell ist, das ist ja wohl, muss ich aufpassen, dass ich in einem Haps wegtrinke. Solide. Ist okay, ist average. 5, ja, hätte ich auch gesagt. Tendenz 6, aber ich bleibe mal auf 5. Für die reine, also wenn ich mal drüber nachdenke, dass es ein bayerisches Helles ist, ist es vielleicht eher enttäuschend. Aber im Zweifel könnte man es trinken. Ist auf jeden Fall besser als irgendein Wannabe-Pilz. Besser oder als irgendwelche Gaudi-Festzelt-Ausschmeißerbiere. Ja. Macht der Maximilian dann schon ein bisschen besser, gell? Apropos weich, sanft, süffig und golden ausgebacken, ich präsentiere Ihnen Fisch. Frittierter Rollmops, also das ist einfach, also das ist garstig. Von innen sieht es aus wie ein Massaker. Ja. Gibt es keine zwei Meinungen, es sieht aus wie mindestens schon bin einmal gekackt gegessen. Und hingeschissen. Auch. Halt auch einfach farblich eklig mit dem Schwarz da drin und. In diesem Sinne, ihr Landratten, cheers. Sehr intensiv. Boah. Ja, der Wolf mag es, ich seh's. Wenn die Rollmoppensoße austritt und sich in deinem Mund verteilt, ist so widerlich. Ja, die Marinade muss man mögen. Boah, das ist schon. Oh! Es ist sehr intensiv. Oh, das ist intensiver als das Gurkenwasser. Ganz ehrlich. Isst du Rollmops gerne? Gehst du. Kaufst du das gerne mal als Snack für zu Hause? Tatsächlich nicht. Gott sei Dank. Ich müsste auch jetzt stark überlegen, habe ich schon mal so Rollmops überhaupt gegessen? Ich sage einmal. Und dann nicht mehr. Es war bis zu dem Teil okay, wo du auf die eine Rollmops-Stelle gebissen hast und diese ganzen Säuren sich plötzlich schlagartig wie eine Explosion in deinem Mund verteilt haben. Das sieht aus einfach nur wie ekelhafter Dreck. Holzpinnen entfernen.
Ich glaube, der muss halt ein bisschen zu kämpfen. Ich krieg's nicht runter. Das schmeckt sehr speziell, wenn ich ehrlich bin. Hering und Bacon? Ne, das ist es nicht. Nee, also der Bacon rettet null. Mir fällt gerade schon dem Bacon überhaupt zu schmecken. Musst du dir mal geben, normalerweise schmeckt immer alles mehr nach Bacon. Aber hier schmeckt halt literally einfach nur nach Rollmops und der Bacon hilft null. Wie gefällt dir eigentlich die Gurke da drin? Die ist wahrscheinlich das Beste daran. Boah, das war finster. Herrlich. Nee, aber oh. Man kann es essen? Nee, kann man nicht. Das klebt überall im Mund, ey. Also, das Bier kriegt eine 5 und das Ding, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das Schlimmste war, was ich je frittiert habe in meinem Leben. Das Schlimmste, was du frittiert hast bis jetzt. Das Ding ist, dass die Non-Bacon-Version und die Bacon-Version komplett gleich geschmeckt haben, weshalb auch meine Wertung komplett gleich ausfällt und das ist halt ein Punkt. Und ich weiß nicht mal, wo ich den Punkt hernehme. Ich nehme ihn einfach nur, weil ich mir sicher bin, dass es irgendwas auf dieser Welt gibt, von dem ich halt kotze. Ich zitiere, null ist kotzen, du hast nicht gekotzt. Deswegen gebe ich nein, gebe ich ein. Dann muss ein Punkt geben. Muss ein Punkt geben. Aber es ist halt, also das war, nee. Ich bin einfach nur froh, dass ich das nicht aufhören. Das war intensiv. Ich würde sagen, die normale Version, der würde ich jetzt mal 2,5 Punkte geben. Oh wow, doch so viel, ja. Es passt einfach nicht, es, wie gesagt, ich würde essen, es füllt den Magen. Ja, darfst du gleich mit deinem Gast noch aufessen. Es ist okay, aber jetzt so nicht, dass man es wiederholen müsste. Und dadurch, dass der Speck für meine Verhältnisse ein bisschen neutralisiert hat, gebe ich der Bacon-Version 4 Punkte. Ja, alles so nach dem Ding, du kannst es machen, man kann es essen. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, Kirmes, Backfisch, gib mir noch 3 Brötchen. Ja, ja. Das muss halt nicht sein. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Unser Gast wird jetzt gleich einen Löffel Schmaus zu sich nehmen. Ich darf ihn mal erholen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Selbst ist der Gast, unser Chris, heute wieder in Amt und Würden, greift beim Bier direkt an, hat Bock. Aber ich glaube, Fisch, gerade in dieser Version, ist nicht so sein Thema. Er guckt auch schon sehr skeptisch. Ich bin gespannt, ob wir jetzt endlich hier die 0 von 10 mit quasi die minus 1 von 10 fertig machen, dass hier auch einer mal richtig schön randvoll über den Tisch kotzt. Es sieht aus, als hätte sich jemand über den Tisch gebrochen. Thomas hat auch nur eher lustlos drin rumgepickt. Es wird wahrscheinlich nicht besser schmecken, als es aussieht. Also für dich ist er wahrscheinlich maximal auf einem Level. Ich guck mal nach links. Da steht ein Eimer. Also, haben wir einen Eimer? Theoretisch. Theoretisch haben wir einen Eimer. Das ist gut. Wir sind vorbereitet auf ihn. Ich hoffe, ich brauche ihn nicht. Aber bevor du den Eimer... Oh, du brauchst ja quasi eine Grundfüllung, damit auch was mit rauskommt. Ich brauche eine Grundfüllung, ja. Dementsprechend gönnen wir uns erstmal. Prost. Das Maximilian. Alles besser als gestern und vorgestern. Ich würde sagen, es ist ein Bier. Es ist ein helles Bier, kann man trinken. Nachgeschmack nicht ganz so schön wie andere helle Biere, aber grundsolide 5 von 10, wie ihr gesagt habt, würde ich schon sagen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, richtig. Kann man machen, muss man nicht. Wenn es gar nichts anderes gibt, würde ich es trinken, ja. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, ist den Fisch probieren. Ich dachte, ich komme rum. Naja, ich probiere mal. Und wir ziehen, als wärst du lila. Man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wenn die Gurke nicht wäre, wäre es eine Fischfrikadelle. So habe ich das noch gar nicht gesehen, stimmt. Schmeckt ziemlich stark nach Fischfrikadelle. Deswegen kann ich gar nicht so schlechte Wertung geben gerade. Guck mal. Schon ne? Oh, der Nachgeschmack. Oh, der Nachgeschmack. Ja, da, jetzt kommt die Marinade raus. Ja, vorher Fischfrikadelle. Jetzt im Nachhinein schlechte Fischfrikadelle, aber immer noch Fischfrikadelle. Schmeckt tatsächlich im ersten Moment nach Fischfrikadelle. Nochmal den Belgien-Spaß hier. Mit Speck schmeckt es gleich. Also komplett. Ich schmecke kein Stück Bacon raus. Ja, das ist halt eine sehr aggressive Kombination. Ja. Aber der Wolf wollte mich ja auch gestern sehr aggressiv machen. Da musste ich aggressiv kontern. Here we go. Aber ich bin ja auch gar kein Fan von Rollmops. Ich esse sowas ja gar nicht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also ich dachte wirklich, das ist irgendwie direkt zum Kotzen. War es jetzt nicht. Gut ist es auch nicht. Ich würde jetzt sagen so 3 von 10. Weil ich es nie unterschiedlich bewerten kann, weil beide Versionen gleich schmecken. Würde ich jetzt sagen, ja, 3 von 10. Muss ich nicht nochmal haben. Bin ich ehrlich, aber schmeckt nach Fischfrikadelle. Wisst ihr, was noch schlimmer als frittierter Rollmops ist? Frittierter Rollmops bei 44 Grad im Wintergarten. Das war nix. Also du hast da, finde ich, einen echten Reinfall ausgesucht. Ich schmecke leider die Säure immer noch in meinem Mund und habe das Gefühl, es werde von innen verätzt. Habe ich ja alles richtig gemacht. Aber das macht nichts. Ich trinke mit dir gerne aus, damit es morgen 45 Grad im Wintergarten werden. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Schaltet ein. Und lasst euch überraschen, was hier noch wilde Dinge passieren. Hoffentlich wird es so richtig lecker. Tschüss. Servus.